Wir haben bei der logistischen Regression gesehen, wie man mit Hilfe einer gut gewählten Modellfunktion das Lernverfahren beeinflussen kann, um es robuster zu machen gegenüber Ausreißern. Das ist nicht alles, was man tun kann, um sich vor Problemen zu schützen. Es gibt noch ein Problem, das Ihnen passieren kann, wenn Sie eine Hypothese erlernen wollen. Und das ist das des Overfittings. Definition von Overfitting ist, dass Sie eine Hypothese H erlernt haben, es aber eine Hypothese H' gibt, für die zwei Eigenschaften zutreffen, der Fehler auf den Trainingsdaten von H' ist größer als H, als der von H. Das macht H zu einer besseren Hypothese gemäß Ihrer Trainingsdaten. Aber gleichzeitig ist der wahre Fehler von H größer als der von H'. Sodass die Trainingsdaten oder das Verhalten der Modellfunktion auf den Trainingsdaten sie quasi belügt. Dieser Unterschied, wenn der auftritt, bedeutet, dass Ihre Hypothese H überangepasst ist. Oder das Wort, das man letztendlich auch im Deutschen häufig verwendet, ist overfitted. Sie ist zu stark auf die Trainingsdaten angepasst. Und das bedeutet, dass man, wenn man sich das Ganze nochmal darstellt, zwar eine im Training sehr angenehme Situation hat, dass man eigentlich immer weiter den Fehler minimiert auf den Trainingsdaten und sich deshalb fühlt sich der Modellierer oder die Modellierin erfolgreich. Man kann sogar noch weitermachen, je weiter der Trainingsfehler niedergeht. Hier sehen wir auf der Y-Achse den Fehler abgetragen über die verschiedenen Hypothesen, die im Verlauf des Erlernens einer Hypothese aufgestellt werden. Also zum Beispiel bei der linearen Regression, bei der Veränderung des Hyperparameters, nicht des Hyperparameters, sondern des Gewichtsvektors, mit jedem Schritt erhalten wir eine neue Hypothese und wenn wir dafür den Fehler auf den Trainingsdaten messen würden, sofort nachdem wir sie haben, würde sich hier ein neuer Punkt auf dieser Kurve ergeben. Und H' ist genauso wie H auf dieser Kurve das Ergebnis eines Verlaufs des Lernverfahrens. Das muss sich nicht immer dramatisch linear reduzieren. Das kann mal schnell runtergehen, das kann mal weniger schnell gehen. Das hängt ganz von der Situation ab und von dem Hypothesenraum und den Daten, mit denen Sie hantieren. Es kann aber wieder hochgehen, das kann auch passieren, je nachdem. Und die erste Eigenschaft, die ist dann hier zu sehen, es gibt irgendeine Hypothese H', die wurde vorher im Lernprozess gesehen und die hat einen höheren Fehler. Natürlich, weil sonst hätte man ja nicht weitergelernt. Wenn man dagegen jetzt den hypothetischen oder geschätzten wahren Fehler plottet und sich die beiden Hypothesen auf diesem Graph dann auch anschaut, dann sieht man die zweite Eigenschaft. Es gab einen Zeitpunkt beim Erlernen, wo sich der Trainingsfehler vom wahren Fehler abgekoppelt hat. Das bedeutet, der Trainingsfehler ist weiter gefallen und der wahre Fehler, den die Hypothese auf den Objekten der realen Welt macht, das heißt, den Objekten, um die es eigentlich geht, mit dieser Hypothese klassifizieren wollen, der wahre Fehler ist danach angestiegen. Was geschehen ist, ist, dass das Lernverfahren die Hypothese immer und immer weiter auf die Daten spezialisiert hat. Jede noch so kleine Abweichung wurde gelernt oder viele Besonderheiten in den Daten wurde gelernt, damit die Daten noch besser klassifiziert werden können. Allerdings auf Kosten dessen, was man Generalisierbarkeit nennt. Die Hypothese kann in der Praxis nicht mehr so gut eingesetzt werden. Der Unterschied zum wahren Fehler ist größer, je weiter man hier lernt. Den wahren Fehler, den müssen wir natürlich schätzen und wir können ihn nicht einfach so ausrechnen. Deswegen verwenden wir auch hier wieder die Methode, die Sie auch schon bei der Evaluierung kennengelernt haben, und nehmen statt
allen Daten zum Training nur einen Trainingsdatensatz und verwenden zur Schätzung des wahren Fehlers einen Testdatensatz, der aus den Gesamtdaten gesampelt wurde. Je größer der Abstand zwischen den gemessenen zwischen der gemessenen Diskrepanz zwischen dem Trainingsfehler und dem Testfehler, also dem Holdout-Error, umso wahrscheinlicher overfittet Ihre Hypothese die Daten. Das kann man aber eigentlich nur so richtig feststellen im Vergleich zu anderen Hypothesen, die man gesehen hat. Denn es kann sein, dass Sie beim Lernen kaum Erfolg haben, der Fehler sich quasi nicht reduziert und auch eine zuvor gesehene weniger komplexe Hypothese eine ähnlich hohe Diskrepanz aufweist. Üblicherweise, und deswegen steht das hier verallgemeinert, nur bezüglich Hypothese und nicht bezüglich Gewichtsvektor, bedeutet die Suche im Hypothesenraum, dass man von einfach gewählten Hypothesen zu komplexeren Hypothesen voranschreitet. Und je höher die Komplexität einer Hypothese oder einer Modellfunktion wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass man auf einem spezifischen Datensatz overfittet. Das heißt, man wünscht sich in der Praxis eigentlich eher die einfachstmögliche Erklärung, was nicht nur notwendigerweise beim Machine Learning der Fall ist, sondern vielleicht auch in der gesamten empirischen Wissenschaft oder den Naturwissenschaften. Es wird die Daumenregel von Occams Razor angewandt. Die einfachstmögliche Erklärung eines Phänomens ist wahrscheinlich die richtige. Wahrscheinlich deshalb, weil man das nicht garantieren kann. Heißt natürlich nicht, dass die einfachste Erklärung wirklich die richtige ist, sondern es kann auch genauso gut sein, dass eine kompliziertere die richtige ist, aber wir kommen mit der einfachen ganz gut klar. Woher kommt jetzt dieses Phänomen des Overfittings? Nun, häufig sind es Probleme mit den Daten. Probleme wie Labelrauschen, was Sie schon zuvor gesehen haben, also der nicht reduzierbare Fehler, den ein Base-Klassifikator nicht unterscheiden könnte, ein optimaler Base-Klassifikator. Die Daten könnten auf irgendeine Weise systematisch von der Realität abweichen, also gebiased sein, zum Beispiel indem sie ein Sampling-Verfahren angewandt haben, das eine nicht repräsentative Stichprobe gezogen hat und sie hätten ein anderes anwenden müssen, zum Beispiel stratifiziertes Sampling statt einfach zufälliges Samplen und so weiter. Oder, und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, dass die Daten einfach zu klein sind, um wirklich alle Eigenschaften der realen Objekte realistisch abzubilden. Fangen wir an mit einem Beispiel wieder bei der linearen Regression und vielleicht noch einer anderen Art und Weise und einem anderen Grund, warum Overfitting auch ein Problem werden kann oder warum es wahrscheinlich auch wird, dass man overfittet, nämlich der Wahl der Modellfunktion. Hier sprechen wir dann von der Komplexität. Wie komplex soll die Modellfunktion denn sein? Wir haben wieder Beispieldaten gegeben, wie Sie sie schon kennen, und wir schlagen einfach mal vor, dass man eine lineare Modellfunktion dafür verwenden könnte. Dies ist noch nicht gefittet, irgendeine lineare Funktion. Wir wollen einfach nur herausfinden, welche aller möglichen Geraden, die sich aus der Optimierung der beiden Gewichtsvektoren befinden, beschreibt denn jetzt die Daten am besten. Eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, eine quadratische Modellfunktion zu wählen, indem wir hier genau dieses eine Feature hier, das x, mit Hilfe der Basiserweiterung zur Potenz 2 erheben. Zusätzlich zum linearen Feature und natürlich dem Gewicht finden. Es ergibt sich eine Parabel und die Frage ist, welche aller möglichen Parabeln beschreibt denn die Daten am besten? Das ist dann Gegenstand der Parameteroptimierung. Aber wir können noch weiterreden. Wir können einfach auch ein Polynom zur Ordnung 6 aufstellen und erhalten dann eine Kurve mit vielen Tälern und Peaks, lokalen Tälern und Peaks, natürlich divergiert oder konvergiert sie dann, natürlich divergiert sie dann ab einem gewissen Punkt. Und wir können auch hier die Frage stellen, welcher Parametersatz von diesen 7 Parametern hier fittet denn die Daten am besten? Das sind jetzt nur 3 Beispiele. Sie können natürlich Dutzende oder Hunderte oder Millionen verschiedene andere Modellfunktionen aufstellen, wie Sie das möchten. Hier nochmal gegenübergestellt, die 3 Möglichkeiten und jetzt die Preisfrage, wie wählt man denn jetzt? Was würden Sie vorschlagen?
Ja. Vielleicht einfach alles mal ausprobieren und gucken, wie das Ergebnis ist und was Ja, das ist eine valide Problemlösungsstrategie. Generate und Test. Sie probieren alles aus und das Beste nehmen Sie dann. Geht. Kann man schlauer sein hier? Also in dieser Situation, manchmal kann man nicht schlauer sein. Ja? Dinge nicht zu betrachten, weil bei 2.6 nennt und die Leute sagen, oder eine Datensatz, und keine daran kann was anders sagen. Das sagen Sie so, aber ja. Nur Ja. Genau. Klingt ein bisschen viel, ne, für die paar Punkte. Genau. Und was jetzt mit A und B? Ja, nochmal. ein bisschen wie eine Parabel aussieht. Genau, Sie haben sich die Daten angeschaut und sehen, na, da ist ja irgendwie eine Kurve drin. Ne? Das ist jetzt nicht so richtig eine Gerade, die wir da sehen. Ne? Zumindest bei den paar Punkten ist das nicht so richtig zu erkennen. Okay, gut. B hätte ich jetzt auch erstmal gesagt, könnte hinkommen. Wenn man die Parameter gut optimiert, kriegt man schon so eine Kurve hin. Wenn man das mal macht, und das hat keiner von Ihnen gesagt, man könnte ja nach irgendwelchen Optimierungskriterien gehen, beziehungsweise das haben Sie jetzt natürlich im übertragenen Sinne schon gesagt, indem wir einfach alles ausprobieren. Ne? Das wäre jetzt Ihre Lösung. Wir schauen uns, zumindest postuliere ich das mal, wir schauen uns dann den bestmöglichen Parametersatz von allen drei Modellfunktionen an und stellen fest, oh, C, minimiert den Error perfekt, kein Fehler mehr auf den Beispieldaten. Jetzt kommen aber Sie und sagen, Moment mal, B sieht doch eigentlich auch ganz gut aus und A im Vergleich zu B. Nicht so sonderlich toll, weil hier die Funktion beschreibt diese gesehene Parabel hier schon ganz gut. Vielleicht würde man nicht erwarten, dass sie danach wieder fällt, aber ein Verlauf wie dieser hier bezüglich der Daten, auch wenn sämtliche Daten perfekt abgebildet werden, insbesondere mit diesem Tal hier, ist vielleicht dann doch, je nachdem, welches Beispiel man vorliegen hat, unrealistisch. Es hängt, das kann man jetzt aber nicht so pauschal sagen, weil es kann ja durchaus sein, dass das hier stimmt. Insbesondere, wenn wir wüssten, um was für ein Lernproblem es sich handelt. Aber rein vom Draufschauen her würden wir wahrscheinlich sagen, dass diese Funktion hier die beste ist. Trotz der Tatsache, dass das Optimierungskriterium der Residual Sum of Squares hier von 0 verschieden ist, während hier der ideale Wert von 0 erreicht wird für die Beispieldaten. Wenn wir es in der Praxis testen wollen, nehmen wir halt ein Testset und prüfen dann, wie gut sind wir tatsächlich. Denn das Testset liefert uns neue Datenpunkte, die der Lernalgorithmus zuvor nicht gesehen hat, um herauszufinden, ob wir tatsächlich gute Vorhersagen machen. Und diese zusätzlichen Beispiele sind üblicherweise an anderen Stellen oder an leicht anderen Stellen, sodass insbesondere, wenn wir eine Modellfunktion haben, die extreme Ausschläge hat in ihrem Verlauf, so wie hier, schon ein Beispiel, das sich nur leicht von den anderen unterscheidet, reicht, um diese Ausschläge sehr stark ins Gewicht fallen zu lassen bezüglich des hier angewendeten quadratischen Fehlers. Das heißt, Sie können mit Hilfe der kennengelernten Effektivitätsevaluierung, mit Hilfe der Bestimmung des Holdout-Errors gut bestimmen, welche Modellfunktion denn vermutlich, nachdem Sie sie gefittet haben, die beste ist. Verzeihung, was trinke ich? Wir können also die Definition von Overfitting etwas konkretisieren, von der allgemeinen zu einer etwas praktikableren Definition. Und zwar ist Overfitting so definiert, dass wir einerseits für eine gegebene Hypothese H, für die festgestellt werden sollen, ob sie einen Beispieldatensatz D overfittet, prüfen, ob es eine Hypothese H' gibt,
bei der die Eigenschaften zutreffen, dass einerseits der Trainingsfehler von H' größer ist als der von H und andererseits der Testfehler von H' kleiner ist als der von H. Und das würde dann exakt auch diese Situation, die wir hier schon gesehen haben, beschreiben. Wie groß der Abstand maximal sein darf, um zu urteilen, dass es sich um Overfitting handelt, das ist situationsabhängig. Das kann man nicht pauschal sagen. Insbesondere gilt für die zu testen Hypothese H, dass der Testfehler bedeutend größer ist als der Trainingsfehler. Aber das alleine als Kriterium genügt nicht. Sie müssen schon diese beiden Tests durchführen hier, um zumindest eine Idee davon zu bekommen, ob tatsächlich in irgendeiner Weise Overfitting vorliegt. Also ist auch an der Stelle wieder Erfahrungswissen, das Sie mit einbringen. Sie müssen mit Ihrem Lernproblem umgehen, mit den Daten umgehen, mit verschiedenen Modellen umgehen oder verschiedene Hypothesen sich anschauen, um herauszufinden, ob wie gut in Relation zu anderen Hypothesen die beste Hypothese, die Ihr Lernverfahren ausgespuckt hat, tatsächlich auch eine sehr gute Hypothese ist. Wir haben im Prinzip beide Methoden jetzt gesehen, mit denen man versuchen kann, Overfitting zu erkennen. Das eine war, dass wir einfach visuell nachgeschaut haben. Das ist ja hier in diesem Fall sehr einfach, weil wir nur einen eindimensionalen Feature-Raum haben. Bis zwei Dimensionen klappt das dann auch noch irgendwie, aber sobald Sie größer als 3 werden, 2 und 3 Dimensionen klappt dann auch irgendwie, und sobald Sie größer als 3 Dimensionen werden, dann müssen Sie schauen, dass irgendeine Art von Einbettungsverfahren zur Dimensionalitätsreduktion angewendet wird. Das erzeugt dann gegebenenfalls, je nach Qualität der Einbettung, auch nochmal eigene Fehler, aber üblicherweise, wenn in irgendeiner Weise ein Problem vorliegt mit den Daten oder mit Ihrer Modellfunktion, dann wird sich das eher auch drastisch äußern und nicht nur subtil zu sehen sein. Subtile Fehler oder gewisse Arten von Fehlern können auch nicht vermieden werden. Der zweite Weg, der mehr analytisch ist, wäre dann die Evaluierung der Effektivität gemäß dem gezeigten Vorgehen mithilfe eines einfachen Holdout-Testdatensatzes. Jetzt haben wir festgestellt, dass unsere Hypothese gegebenenfalls overfittet, und jetzt stellt sich natürlich automatisch die Frage, was können wir dagegen tun? Nun, einerseits, wenn das Problem in den Daten liegt und gegebenenfalls Labelrauschen das Problem ist, dann würde es genügen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Daten zu vergrößern, mehr Daten zu sammeln. Immer vorausgesetzt, dass die Art und Weise, wie Sie die Daten erheben, nicht systematisch fehlerhaft ist, weil dann nützen Ihnen auch größere Daten nichts für Ihr Verfahren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Daten, die Sie haben, selbst nochmal zu überprüfen und Beispiele, die problematisch sind oder falsch, rauszuwerfen. Das birgt eigene Risiken. Die Risiken bestehen darin, dass Sie Fehler machen könnten, wenn Sie insbesondere ein Problem studieren, für das Sie kein Expertin sind, beziehungsweise umgekehrt, dass es auch sein kann, dass Sie aufgrund möglicherweise von mangelndem Verständnis bezüglich der Problemdomäne gegebenenfalls Beispiele als fehlerhaft klassifizieren oder als Ausreißer klassifizieren, die eigentlich gar keine sind. Sie haben noch nicht genug Daten, um festzustellen, ob es vielleicht noch mehr solcher Beispiele gibt. Selbst wenn Sie sehr große Datenmengen haben, kann es immer noch Beispiele geben, die vollkommen korrekt klassifiziert sind, trotz der Tatsache, dass sie Ausreißer sind in ihrem Modellraum und von denen es dann vielleicht insgesamt nur sehr, sehr wenige in der Realität gibt. Das heißt, so einfach ist es natürlich nicht, einfach zu sagen, okay, alles das, was irgendwie stark von der Erwartung abweicht, das schmeißen wir einfach weg. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie hoch Ihre Kosten dafür sind, wenn ein Verfahren, das Sie vorschlagen, um eine Klassifizierung zu machen für solche Daten, gerade bei solchen seltenen Ausreißern einen Fehler machen wird. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass Sie den Lernprozess frühzeitig abbrechen. Sie haben den Plot gesehen. Dieser Plot, den wird man auch so erkennen dann in der Praxis, wenn Sie diese Tests kontinuierlich machen während des Lernprozesses. Und wenn Sie dieses Verhalten sehen,
Das heißt, wenn die Schere auseinandergeht zwischen dem geschätzten wahren Fehler und dem Trainingsfehler, dann können Sie einfach aufhören zu trainieren. Besser wird Ihr Verfahren auf diese Weise jedenfalls nicht mehr werden. Und die dritte Möglichkeit besteht dann in dem, was man Regularisierung nennt. Sie können auch die Modellfunktion selbst anpassen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Komplexität von vornherein nicht groß werden zu lassen, indem Sie zum Beispiel auf Basisexpansionen verzichten, wenn Sie nicht wohl motiviert sind, zum Beispiel durch Voranalysen der Daten, wenn Sie sehen, hier ist irgendwo für ein bestimmtes Feature gibt es irgendwo einen quadratischen oder höherdimensionalen Zusammenhang, dann können Sie das natürlich schon modellieren, aber es sollte informiert geschehen. Sie sollten nicht einfach hoffen, wie es häufig dann auch bei den Experimenten mit maschinellen Lernverfahren, auch im traditionellen Bereich, wo Features manuell erzeugt werden müssen, geschieht, dass man einfach, okay, wir schmeißen einfach mal alle möglichen Features hinzu und gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir ein gutes Testergebnis auf unseren Testdaten. Dann macht man wahrscheinlich trotz allem einen Fehler, weil man relativ selten genau weiß, warum man das eigentlich tut. Also es sollte möglichst eine informierte Wahl von komplizierteren Features gegenüber einfacheren stattfinden. Und die zweite Möglichkeit, und das ist das, was jetzt doch in der Folge vorgestellt wird, ist es, die Hypothese oder das Finden der Hypothese selbst zu beeinflussen. Und zwar durch einen zusätzlichen Term in der Loss-Funktion, die die Komplexität der Hypothese selbst beschränkt. Das heißt, Sie haben eine Modellfunktion vorgegeben, auf die Sie optimieren wollen mit Ihrem Lernverfahren. Und jetzt sorgen Sie aber dafür, dass die Gewichte, die diese Modellfunktion lernt, beschränkt sind. Regularisierungsverfahren dienen dazu, Overfitting zu vermeiden. Und es gibt da auch eine ganze Menge, die eingesetzt werden. Üblicherweise werden sie dazu eingesetzt, die Loss-Funktion zu beeinflussen. Ganz ähnlich eigentlich, wie es bei der logistischen Regression und der dort neu angepassten Loss-Funktion geschehen ist. Allerdings wird hier dann einfach ein sogenannter Regularisierungsterm der Loss-Funktion, die bei der einfachen linearen Regression oder bei der logistischen Regression verwendet wird, hinzugefügt. Damit vervollständigen wir auch im Prinzip den Machine Learning Technologie-Stack, den wir hier schon öfter gesehen haben. Regularisierung wurde bisher immer ausgespart als optional, aber in der Praxis spart man sich die Regularisierung üblicherweise nicht, sondern man wird auf irgendeine Weise regularisieren, um zu verhindern, dass während des Lernens die Modellfunktion zu kompliziert wird oder zu komplex. Zwei Verfahren möchte ich Ihnen heute vorstellen, dass sie einerseits basierend auf der euklidischen Norm oder andererseits auf der Norm absoluter Werte der Gewichtsvektoren. Und angepasst wird diese Loss-Funktion hier damit. Wenn Sie eine Loss-Funktion regularisieren wollen, definieren Sie oder addieren Sie im Prinzip eine Bestrafung auf die bisher bekannte Loss-Funktion obendrauf. Und diese Bestrafung besteht aus einer zusätzlichen Funktion R, die einfach mit der Loss-Funktion L addiert wird, zusammen mit einem Parameter, der den Einfluss des Regularisierungsterms auf den Gesamtloss determiniert. Und Sie erhalten dann jetzt hier, und das ist einfach dann der Buchstabe, den Sie auch am häufigsten sehen, eine kaligraphischen L beschriebene Loss-Funktion, die üblicherweise dann suggeriert, dass es einen Regularisierungsterm gibt, während hier die einfach im lateinischen Buchstaben beschriebenen Loss-Funktion das keine beinhaltet. Analog dazu dann auch, das hier ist der globale Loss und hier der punktweise Loss mit einem entsprechenden Regularisierungsterm. Wobei dann der Parameter Delta durch die Anzahl der Beispiele, die Sie betrachten, geteilt wird, um nicht bei jedem einzelnen Beispiel, wo Sie einen Fehler berechnen, einen massiven Regularisierungsstrafe sozusagen hinzuzunehmen. Denn das würde sich ja bei der Summierung dieser Fehler hier ebenfalls summieren. Nehmen wir das Beispiel C dieser Funktion,
bei der wir gesehen haben, dass sie zwar die Beispiele perfekt fittet, aber bezüglich eines Testdatensatzes nicht so gut funktioniert. Wir können diese Modellfunktion beibehalten, dieses Polynom zur Ordnung 6, auch unter Verwendung der Residual Sum of Squares als Lossfunktion, indem wir einen Regularisierungsterm aufstellen, der einfach nur die absoluten Werte aller Gewichtsvektoren summiert. Wenn Sie den Parameter Lambda gleich 0 setzen, dann hat der Regularisierungsterm offensichtlich keinen Einfluss, natürlich in der Summe hier, weil dann natürlich 0 herauskommt. Sobald Sie aber einen höheren Wert spezifizieren, ändert sich die Hypothese. Und zwar werden die Werte hier, die Sie hier sehen, kleiner. Schon 0,001 in diesem Fall reicht aus, um die Funktion bedeutend besser aussehen zu lassen bezüglich der Beispieldaten. Vielleicht sogar besser als die Parabelfunktion der einfacheren Modellfunktion, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, Komplexität einer Hypothese bedeutet mithin, dass man versucht, hier diese absoluten Werte der Gewichte möglichst klein zu halten. Komplexität bedeutet, wenn Sie einer Funktion ein hohes oder einem bestimmten Feature ein hohes Gewicht zuteil werden lassen, im Einfluss auf den berechneten Funktionswert, dass irgendwie etwas Kompliziertes da passiert im Feature-Raum. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass eine solche Komplexität gar nicht notwendig ist, um die Beispiele, wie sie sich im Raum verteilen, abzugrenzen von anderen Beispielen, die zur anderen Klasse gehören. Und Sie können natürlich weiterhin den Lambda-Parameter anpassen und damit die Funktion noch einfacher machen. Auch wenn man jetzt hier diesen Anstieg zugrunde legt, vielleicht sieht das noch realistischer aus. Vielleicht gibt es einfach einen relativ linearen Anstieg hier und am Ende flacht das Ganze ab. Könnte so sein. Das hängt jetzt wirklich sehr stark natürlich von den Testdaten ab und ob die nach rechts hinaus noch mehr Beispiele geben oder ob das dann die bessere Funktion ist am Ende oder nicht. Also hierbei kann es sich auch eher um Fehler in den Daten handeln. Das ist nicht ganz klar. Es sind sehr wenige. Die Beobachtungen sind also an dieser Stelle, die Komplexität hängt von der von den absoluten Werten, von der Höhe der absoluten Werte der Gewichte ab. Und wenn wir nur die Lossfunktion minimieren, dann wird in keiner Weise, in irgendeiner Weise beschränkt, wie die Gewichte gewählt werden. Wir dürfen uns den gesamten Hypothesenraum zunutze machen, um die Beispiele zu beschreiben. Das Lernverfahren darf das. Und es gibt auf jeden Fall Hypothesen in jedem Hypothesenraum, die eventuell deutlich zu kompliziert sind im Vergleich zu den Daten, die sie vorliegen haben. Um das auszugleichen, wird der Regularisierungsterm eingefügt, Counterweight, also das heißt Gegengewicht, beziehungsweise einfach als Strafe für zu viel Komplexität. Und es wird, das ist eigentlich das Angenehme daran, es werden keine zusätzlichen Gewichte eingefügt, sondern wir benutzen die Gewichte, die es zu optimieren geht, selbst auch als Funktionswert der Regularisierung. Es wird allerdings ein Hyperparameter eingefügt, genauso wie bei der Lernrate oder bei anderen Hyperparametern des Lernverfahrens, und das ist dieses Lambda, das darüber entscheidet, wie stark denn der Regularisierungsterm in die Loss-Berechnung mit einfließt. Genau, dann folgen jetzt die beiden schon genannten Regularisierungsfunktionen. Das ist einerseits die sogenannte Ridge-Regression, das ist die euklidische Norm, und die Lasso-Regression, das ist die absolute Norm. Hier sehen Sie einfach der Gewichtsvektor, jedes Gewicht wird zum Quadrat genommen und einfach summiert, während hier einfach die absoluten Werte, wie zuvor im Beispiel, summiert werden. Vielleicht noch Beobachtungen, genau wie wir es vorher auch schon gezeigt hatten, das bin ich nicht drauf eingegangen.
Wir lassen das Gewicht W0 bei der Regularisierung raus. Das heißt, die Summe startet auch hier beim Gewicht W1. Das soll verhindern, dass wir in diesem Plotz hier die Regularisierung dafür sorgt, dass wir auch nicht mehr auf der Y-Achse einen Punkt erreichen, wo die Funktion hier verschieden von 0 sein kann. Das bedeutet, wir wollen weiterhin, dass die Funktion hier so weit nach oben auf der Y oder nach unten auf der Y-Achse wandern kann, wie nötig, damit gerade auch um den Nullpunkt herum die Beispiele möglichst gut vom Start weg gefittet werden, wenn sie zum Beispiel gar nicht in der Nähe des Nullpunkts liegen. Genau, das, ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Which steht im Prinzip für eine Eigenschaft, die gesehen wird, wenn man sich die Lost-Funktion anschaut. Man wandert im Prinzip, das ist jetzt im Gegensatz zum Gradientenabstieg auf einem Grad von einer Funktion entlang, beziehungsweise wenn man das Ganze minimieren möchte, dann versucht man im Tal zu bleiben. Aber das ist ein im Prinzip historisch begründeter Name. Lasso ist eine Abkürzung für Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. Genau, hier nochmal die allgemeine Definition der K-Norm, die man auch heranziehen kann. Wir können auch andere Normen ansetzen an der Stelle, aber das sind auf jeden Fall zwei sehr weit verbreitet, die zur Regularisierung eingesetzt werden. Das Ganze können wir uns dann auch anschauen. Hier sehen wir jetzt mal nicht den Input-Raum, sondern den Parameterraum für die beiden Parameter W1 und W2 zweidimensionalen Feature-Raums. Das hier ist die Loss-Funktion, beziehungsweise die Oberfläche der Loss-Funktion mit dem Minimum, das erreicht wird für eine Menge von Beispieldaten, zum Beispiel, wenn wir die RSS-Funktion ansetzen. Also es gibt hier ein globales Minimum und egal, wie wir unseren Parametervektor initiieren, wir brauchen einfach nur einen Gradientenabstieg durchführen, gemäß der gezeigten Algorithmen und landen dann irgendwo hier im Minimum. Das Ganze kann man sich auch nochmal etwas einfacher veranschaulichen, in einem zweidimensionalen Plot. Hier ist das Minimum und die Konturen hier sind dann gegebenenfalls elliptisch, in dem Fall einfach Werte auf dieser Hüllkurve hier, die exakt denselben Losswert haben. Die Abstände hier sind arbiträr gewählt. Wenn wir uns jetzt zusätzlich den Regularisierungsterm angucken, dann sieht der im Parameterraum wie folgt aus. Der ist erstens im Nullpunkt zentriert. Und andererseits weist er jetzt im Fall der euklidischen Norm eine leicht andere Form auf. Das ist aber erstmal nicht so entscheidend. Entscheidender ist, dass beides zusammengenommen, es kommt erst gleich, genau. Im Vergleich dazu die Vektornorm als Regularisierung, beziehungsweise die Lasso-Regression, Lasso-Regression als Regularisierungsterm weist eine etwas klar strukturiertere Variante auf. Es bilden sich Quadrate hier sozusagen auf der Konturlinie. Das sind halt zwei verschiedene Ansichten auf die Dinge. Das hat auch verschiedene Eigenschaften oder wirkt sich unterschiedlich darauf aus, wie die Optimierung stattfindet. Das wird jetzt vorgeführt. Einerseits für die Ridge-Regression sehen wir hier einerseits den Konturplot, der sich aus der Loss-Funktion hier ergibt. Andererseits den Konturplot, der sich aus dem Regularisierungsterm R ergibt, für ein bestimmtes vorgegebenes Lambda. Lambda ist klein, das heißt, der Regularisierungsterm geht vielleicht nicht so stark in die Loss-Berechnung mit ein. Das hier symbolisiert durch den breiteren Abstand der Konturen, wenn man irgendeine Norm vorgibt. Und was nun geschieht, ist, dass dieses Optimum sich verschiebt. Denn wir bilden ja aus beiden die Summe. Das heißt, wenn wir uns das hier vergegenwärtigen als Loss-Funktion L und das hier als Regularisierungsterm, dann
wird aus beiden zu jedem Punkt im Parameterraum eine Hüllkurve gemacht, die wir hier nicht sehen. Und im Endeffekt passiert einfach nur, dass sozusagen der Durchschnitt zwischen den beiden verschiedenen Hüllkurven genommen wird. Und das bedeutet, dass das Minimum dieser beiden Kurven sich dem gemeinsamen Minimum annähert. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese Funktionen langsam um den Nullpunkt wachsen, dann werden sie sich irgendwann, ausgehend von den Minima, die sie jeweils haben, im Nullpunkt bzw. außerhalb des Nullpunkts, berühren. Und der Berührungspunkt ist genau das Minimum der neuen Funktion, die wir dann als Loss-Funktion verwenden. Das heißt hier, wenn wir die konzentrischen Kreise ein bisschen weiterziehen, um das Wachstum anzudeuten, dann ergibt sich zum Beispiel vielleicht hier ein neues Minimum dieser beiden Hüllkurven. Und im Endeffekt wird das Minimum sein, das Sie erlernen. Das heißt, Sie haben die Komplexität der Hypothese, die jetzt hier durch dieses Plus symbolisiert werden würde, wenn Sie nur diese Loss-Funktion verwenden, leicht verringert, indem Sie die absoluten Beträge auf beiden Achsen etwas beschränkt haben durch den Regularisierungsteil. Nicht sehr stark. Das können Sie auch verstärken, indem Sie jetzt Lambda erhöhen. Und sieht das Ganze so aus. Nochmal der erste Schritt. Die Hüllkurve wächst, berührt irgendwann die andere Kurve und das neue Minimum ergibt sich. Und das neue Minimum ist bedeutend näher am Nullpunkt. Das Ganze dann auch analog für die Lassory-Regression. Hier mit den quadratischen Hüllkurven. Sie wächst. Und das Minimum verschiebt sich entsprechend. Und noch einmal für höheres Lambda, es verschiebt sich stärker, aber auf eine etwas andere Weise. Es kommt schneller in diesem Fall schneller einer Achse, nämlich der W1-Achse, entgegen. Das ist auch der wesentliche Unterschied zwischen den beiden. Und das kann ich Ihnen auch nochmal demonstrieren. Wenn Sie Lambda größer werden lassen, dann beschreiben die neuen Minima, die Sie wenn Sie alles andere festhalten, eine Kurve für die Ridge-Regression und hier eine Gerade für die Lassory-Regression, die dazu führt, dass irgendwann ein Feature auch null werden kann. Bei der Ridge-Regression kann ein Feature kann nicht null werden. Das Feature wird deshalb null, weil das Gewicht dieses Features auf null zurückgesetzt wird. Das heißt, die Lassory-Regression erlaubt es sogar, eine einfache, rudimentäre Feature-Selektion zu machen und die Modellfunktionskomplexität zu reduzieren, indem sozusagen die Art und Weise der Funktion dafür sorgt, dass die unwichtigsten Features zuerst ausgeblendet werden. Oder die Features, die, wenn man sie ohne Regularisierung optimieren würde, am meisten Komplexität beisteuern. So. Und das Ganze können wir uns auch anschauen. Wir haben das mal animiert. So, das sehen Sie jetzt hier. Sie sehen jetzt einfach nur das Optimum der finalen Kurve, das sie beschreibt. Also das heißt tatsächlich die gemeinsame Hüllkurve der Loss-Funktion als Konturplot. Und je größer das Lambda wird, schauen Sie sich nochmal zu Hause an, das ist ein bisschen klein hier wahrscheinlich, umso näher kommen Sie im Nullpunkt, umso geringer die Komplexität, bis Sie dann irgendwann auch im Nullpunkt ankommen. Dasselbe nochmal für Lasso. Das sehen Sie jetzt hier. Lambda wächst. Der optimale Feature-Vektor wandert näher an die W1-Achse heran, bis er sie erreicht. Und dann an der W1-Achse entlang zurück zum Nullpunkt. Es hätte auch anders sein können, muss nicht W1 sein, kann auch W2 sein. Wahrscheinlich werden erstmal die Features ausgelöst, die am schwierigsten sind. Also W1 wäre dann das quadratische Feature in dem Fall. Also die am komplexesten sind. Genau, und dann vielleicht zu guter Letzt, bevor wir auseinandergehen, dann noch einmal die Herleitung oder wie wird das Ganze jetzt in der linearen Regression verwendet. Wir haben gesagt, wie gesagt, die Loss-Funktion verändert. Die lineare Regression, jetzt nochmal als Beispiel, weil Sie die schon kennen, hier die Modellfunktion, hier als Vektordarstellung, das haben Sie schon gesehen. Und anstatt der RSS-Funktion allein verwenden wir jetzt als Optimierungskriterium noch den Regularisierungsterm obendrauf. Der wird einfach hinzuaddiert und dieses kalligraphische L ist dann
das zu optimierende, die zu optimierende Funktion. Das heißt, hier müssen wir wieder den Feature-Vektor, den Gewichtsvektor finden, der diese Funktion minimiert für eine gegebene Menge an Beispielen. Das heißt außerdem, dass wir neuerlich herausfinden müssen, was denn hier das Extremum dieser Funktion hier ist und ob es sich dabei um ein Minimum handelt. Das heißt, wir können jetzt wieder dieselbe Methode anwenden wie vorher. Zunächst einmal bilden wir in der Vektorschreibweise, stellen wir die Loss-Funktion auf, fügen den Regularisierungsterm hinzu. Übrigens, rein notationstechnisch, hier oben sind es Pfeile darüber, um anzudeuten, dass W0 fehlt. Das heißt, hier ist, das ist der Richtungsvektor, ne? Während das hier W0 beinhaltet. Das nur am Rande. Ne? Ich habe nicht darauf hingewiesen, aber es steht auch auf dem Folie nochmal an anderer Stelle. Genau, also das heißt, wir stellen hier diese Loss-Funktion auf und müssen jetzt mithilfe der zum Beispiel der direkten Methode wieder herausfinden, wir müssen mithilfe der direkten Methode die Ableitung der Loss-Funktion bilden, das ist dann dieses hier, und das Ganze dann wieder nach W auflösen. Da haben wir jetzt das Problem, dass dieses W ein anderes ist als jenes, aber wir stellen fest, dass man diesen Vektor hier, nachdem man hier angekommen ist, auch beschreiben kann als diagonalen Vektor, bei dem man einfach W0 auf 0 setzt und alle anderen Werte auf 1. Denn diese Gewichte hier sind bezüglich W einfach 1 geworden. Dort stand nichts weiter dran. Und auf diese Weise können Sie dann nach W auflösen und erhalten einfach hier diese Form. Das hier war die sogenannte Momentmatrix, und dieser Term hier dient, wenn Sie da die mathematischen Hintergründe wissen wollen, dem Conditioning dieser Matrix. Also es sorgt dafür, dass eine Matrix, die gegebenenfalls numerische Probleme aufweist, also numerisch nicht stabil ist bezüglich der inversen Bildung, plötzlich stabiler wird, indem bestimmte Komplexitäten aus der Matrix herausgenommen werden. Die Matrix kann dann invertiert werden, so wie es hier gefordert ist. Aber das nur, wenn Sie sich dafür interessieren. Sie können das auch alles nochmal hier nachlesen. Und heraus kommt wieder der optimale Feature-Vektor bezüglich des Minimums. Wir müssen jetzt natürlich noch feststellen, handelt es sich wirklich um ein Minimum bei diesem Extremum, aber im Großen und Ganzen läuft das selber hinaus. Das war jetzt ein bisschen schnell, das gebe ich zu. Die Zeit ist mir ein bisschen davongelaufen. Aber es ist ganz analog zur linearen Regression. Ne? Also wenn Sie sich das hier nochmal anschauen, dann sehen Sie das hier auch nochmal. Die Herleitung ist ganz dieselbe. Es kommt nur der zusätzliche Regularisierungsterm hinzu. Bei der logistischen Regression müsste man es im Endeffekt genauso machen.